Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, im Let's Part ging es drunter und drüber. Wir haben alles gemacht und irgendwie nichts erreicht gefühlt. Und also so wie immer in Harvest Moon bislang. Wobei ich jetzt sagen kann, wir sind jetzt bei Part 11. Und irgendwie... Oh! Es hat sich irgendwie nichts ergeben, ne? Wir haben jetzt einen Küken. Ist das nicht niedlich? Ist so ein kleiner Knäuel irgendwie. Kleiner gelber Knäuel. Wisst ihr, was mich frage? Ich weiß gar nicht, woran liegt das eigentlich, dass Küken, wenn sie schlüpfen, gelb sind? Warum sind sie gelb? Ich verstehe es noch nicht so wirklich. Hm. Gut, wir haben heute Montag. Heute ist Montag tatsächlich. Wir sollten natürlich immer noch Eva imponieren. Vorher bringen wir allerdings einmal noch die Blume, die hier irgendwo war. Ich habe eine Blume letztes Part noch gesehen. Ich glaube, hier oben links, ne? Ja, da, tatsächlich, da oben links. Die bringen wir anschließend gleich zu Eva, wenn wir das hier erst abgegeben haben. Weil, ja, wir brauchen Kohle. Immer noch. Ich habe im letzten Part ja gedacht so, was ist das hier? Könnte das eine Pflaume sein? Eine Unreife? Oder was auch immer? Ich plane ja demnächst, ich weiß nicht wann das quasi, dauert noch ein bisschen, bis ich das plane, wenn das mal ja erst, also bis ich das umsetze, weil ich ja erst umziehen möchte. Ich plane ja Chronoträger zu machen, ne? Ja, genau, erstmal was. Chronoträger zu spielen, habe ich mega Lust drauf. Und diese runden grünen Dinger hier sehen ein bisschen aus wie einige der Startmonster im Spiel. Kugel, die sind auch so eine Kugelmonster, die sie erst zusammenkugeln und dann irgendwie aufstehen. Die erinnern so ein bisschen daran. Vielleicht ist das ja so ein Monster. Natürlich nicht, aber das wäre schon lustig, wenn. Weil sie sehen vom Sprite halt sehr ähnlich aus, ne? So, Eva müsste am Marktplatz stehen. Tut sie natürlich wieder nicht. Also so manches Mal zweifle ich hier irgendwie an irgendwelchen Lösungen. Versuchen wir es nochmal. Weil es kommt ja immer auf die Tageszeit, glaube ich, an irgendwie, ne? Aber die steht jetzt tatsächlich nicht. Und in der Kneipe ist sie auch nicht. Und in den Bergen habe ich sie auch nicht gesehen. Und jetzt wird es schon langsam duster. Ich kann das nochmal jetzt letzte Mal versuchen, dass ich da gucke. Ja, jetzt ist es dunkel. Aber jetzt müsste sie in der Kneipe sein. Jetzt kann ich ihr eigentlich was, müsste ich eigentlich was in der Kneipe schenken können. Also manchmal verstehe ich die Frau, die gute Frau nicht, wo die immer ist. Ich meine, ich gucke ja immer regelmäßig überall. So, bitteschön. Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Ich sah die Leute auf der Farm, du warst so in der Arbeit vertieft, dass du mich nicht bemerkt hast. Ich brauche noch gar nicht nachgucken. Also, wir sind immer noch, wahrscheinlich immer noch bei 3 Herzen. Das brauche ich nicht gucken. Und selbst wenn wir sie jetzt, wenn sie jetzt heiratsfähig wäre, würde es uns nichts bringen, weil wir ja unsere Wohnung noch nicht vergrößert haben. Weil das kostet sehr viel Geld und Holz. Haben wir noch die Axt mit? Sehr gut, aber erstmal müssen wir gießen. Erstmal gießen und dann nochmal vielleicht ein bisschen Holz sammeln. Es nervt mich übrigens sehr krass, dass nachts keine Musik spielt. Also es ist wirklich, es nervt mich. So. So kommt die Leere immer. So fühle ich mich ein bisschen leer. Und ihr müsst es ja mit ertragen, ne? Wisst ihr? Das ist immer so furchtbar. So als ob, keine Ahnung, das ist irgendwie einfach nur schlimm. Einfach schlimm.
Ich traue mich doch nicht so viel zu reden, aber ich muss ja reden. Es wäre ja sonst stumm Let's Play, wenn ich nicht rede. Das Ding ist, ich traue mich nicht so viel zu reden, weil ihr hört ja dann quasi nur meine Stimme. Aber nichts sagen ist für mich auch keine Option, weil da habt ihr ja nichts zu hören. Das ist so richtig merkwürdig. Ich meine, ich bin ja auch immer noch ein kleiner Let's Player, der das nicht gewohnt ist, ne? Eigentlich. Na gut, man kann klein definieren, ne? Viele Leute ist. Also ich finde ja persönlich, alles unter 10.000 Abonnenten ist halt für mich ein kleiner Let's Player, ne? Also ich sag mal, 30.000 ist für mich auch noch ein kleiner Let's Player. Keine Ahnung, woran man da. Was, woran dass man das festmacht. Ich weiß nicht. Für mich ist irgendwie 50.000, ist man schon kein kleiner Let's Player mehr, denke ich mir zumindest, ne? Haben wir da den Huhn? Ja, den Huhn haben wir. Gut, dann bitte in den Tagebuch schreiben und schlafen gehen, ja. Weil jetzt noch nachts Holzhacken gehen will ich nicht. So, was sagen denn die Tomaten? Sagen die fertig? Nein. Gut, da ist das nächste Ei. Denn mal drei Hühner sollten wir erstmal. Sollte reichen, oder? So. Ich weiß gar nicht, ob das Küken auch einen Heuballen braucht. Mehr als drei Hühner will ich auf jeden Fall nicht haben. Weil das geht dann zu sehr ins Geld. So. Sichel. Ah, sehr schön. Ja, ein paar Tage müssen wir auch mal ackern hier, ne? Können immer nur hier rumstreifen und so. So. Du bist noch nicht fertig, oder? Nee. Gut, dann schleunigst was für die Box holen. Aber schnell, schnell, schnell. Weil wenn wir schon nichts zu verkaufen haben, dann sollten wir zumindest irgendwie irgendwas halt schon in die Box legen können, auch wenn das nur irgendwas Totes am Straßenrand ist, ne? Irgendwas muss da rein. So. Das riecht aber seltsam. Nein, pfui. Aus, bäh. Mich wundert ist, dass man tatsächlich auch nur ein bisschen nur Holz braucht. Also Steine sind einfach nur im Weg, ne? Irgendwie gefühlt. Die müssen nicht weggetragen oder weggehauen werden. Die sind einfach nur da. Komische Sache. Der hätte ich als Entwickler doch irgendwas reingemacht, wofür man die Steine halt benutzen muss, die man da wegkloppt. Naja. Also als Entwickler kann man ja nicht alles denken, an alles denken, ne? Aber Steine sind irgendwie gefühlt so richtig nutzlos. Ich glaube, es reicht nicht, jetzt noch runter zu gehen, oder? Ich kann es versuchen. Ja. Pfui, Eva ist nicht da. Nee. Einfach mal versuchen. Ich glaube, 200, 250 war das, wenn das so ein Teil bringt, ne? Wenn wir halt zwei Teile immer bringen, haben wir 500 dazu. Aber es dauert trotzdem mega lange eigentlich, wenn man so überlegt. Es dauert viel zu lange. So. Gut, dann holen wir jetzt nochmal Blumen, geben die nochmal Eva und dann gießen wir. Ne? Ihr wisst, wie gehabt, wie gehabt. Ha. Aber schon Kommentare erhalten, wo man schreibt, so von wegen, ja, das Spiel hat ich Spaß, hat das Sp bringt ja Spaß, aber nach einer Zeit wird er schon sehr monoton, ne? Ja. Ich denke mal, ich kann es verstehen, dass sowas monoton wird.
Man merkt es auch selber, ne? Aber jetzt zum Beispiel, bei mir ist halt der Unterschied, ich mache es als Let's Play, ihr seht davon nur 20 Minuten am Tag. Ja? Dann kommt es euch nicht so sehr monoton vor, wenn ihr nur 20 Minuten am Tag bekommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel 20 Stunden hintereinander wegzocke, dann kommt es mir monoton vor, aber für euch, die halt nur 20 Minuten davon sehen pro Tag, kommt das nicht so krass vor. Deswegen, ja, ist ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ich das Spiel jetzt so, ja. Bitteschön. Ich sage dich nur dafür, was so eine Arbeit vertieft, dass du mich nicht bemerkt hast. Ich weiß, ich bin sehr in der Arbeit vertieft. Momentan sehr, ja. Ich weiß, es ist sehr schlimm. Ich kann auch trotzdem mal ein Tagebuch gucken. Immer noch 3 Herzen. Deswegen muss man ihr beschenken. Also, ich habe ja, wir haben ja ein Part gehabt, dass der Baumeister hat uns gesagt, wenn wir bis zum Ende des Sommers ein Haus ausgebaut haben, dann kriegen wir was Besonderes im Haus. Also das werden wir definitiv nicht schaffen. Dafür habe ich das Spiel von Anfang an, bin ich dem Spiel falsch angegangen. Ne? Ich hätte direkt richtig drauf hinausarbeiten müssen. Dann wäre das was geworden. Aber ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ich spiele das erste Mal und muss immer zurechtfinden und das ganze Gedöns. Ne? So was haben wir dabei? Wir haben die Sense und die Gießkanne. Gut, wir müssen gießen. Denn wir wollen ja auch daraus. Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich bekommen? 1360 mittlerweile. Ja, so langsam willst du. Und das ist jetzt, das ist jetzt nur rein aus im. Rein von diesen Gammelpflaumen, ne? Was anderes haben wir nicht verkauft. So. Und ein paar Eier vielleicht. Aber so langsam aber sicher muss man sich halt daran machen, dass man ein bisschen mehr von allem hat, ne? Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Dass man sich hier was aufbaut, was halt länger hält. Ups, hier habe ich schon. Tomaten zum Beispiel. Habe ich jetzt hier gelesen, dass die Tomaten im Spiel, man weiß nicht, wie es im Spielen so gehandhabt ist. Aber in echt wachsen sie auch immer unterschiedlich, ne? Manchmal kommt eine Tomate noch nach, manchmal nicht. Und deswegen, hier wurde, habe ich ja gelesen, dass die Tomaten öfter wachsen, ne? Ach, Gieß macht die auch kaputt. Wasser, ja, so. Gut. Gehen wir noch ein bisschen Holz hacken? Wir gehen noch ein bisschen Holz hacken. Hab ich denn die Hacke dabei? Die Axt. Ja. Ich habe nur die Gießkanne dabei. Wie kommt das denn zustande? Kann man Sachen einfach so weglegen? Das ist mir neu. Dass man hier auch schon mal immer automatisch runterspringt, das nervt mich so ein bisschen. Achso, ich hatte die Sichel irgendwie. Warum hat das gerade nicht gerade gewechselt? Verstehe ich nicht so ganz. Axt ist ausgerüstet. Wir holen noch ein bisschen Holz. Holz in den Bergen holen. Das freut uns, oder? Das freut uns sehr. Wir müssen die Hagel ja auch klein wenig ein bisschen sinnvoll benutzen. Ne? Gehen wir mal weiter oben ein bisschen Holz hacken. Vielleicht, weil hier unten war ja ein Frucht des Kraftbaumes. Und eventuell sind hier noch mehr versteckt. Deswegen hacke ich mal ein bisschen Unterschied an unterschiedlichen Stellen. Sehr gut. Hier oben auch noch was. Klack, klack, klack. Ich hoffe, ihr hört meinen Controller nicht. Das habe ich immer ein bisschen Angst vor. Also mir wurde gesagt, dass man seine eigene Ausdauer hier wieder erholen, dass man sich irgendwie erholen kann in den heißen Quellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn das was gebracht hätte.
Aber scheinbar nicht. Kann man die Dinger hier auch hacken? Nee. Na gut. Kann hier auch was runter? Das würde mich auch mal interessieren, ob hier was drunter sein kann. Aber glaub nicht, dass es einfach nur dafür da, damit es im Weg ist, ne? Komm, wir essen mal. Wenn wir schon hier sind. Essen. Mag er nicht, okay. Morgen überspringen wir dann wahrscheinlich einen Tag, weil wir nur am Kübeln sind. Ich kann's haben, ne? Ich weiß es leider nicht. So, jetzt gucke ich mal ganz gerne. Jetzt gucke ich, möchte ich mal gerne nachgucken, wie viel Holz wir jetzt haben. 216 Stück, okay. Wir brauchen nicht mehr viel. 250 brauchen wir, um das Haus auszubauen. Und 5000 Tacken an Geld. Das ist wirklich sehr viel. 5000 ist wirklich sehr, sehr viel. Aber so langsam wird, ne? Wir machen die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Und jetzt regnet es, wir müssen nicht mal gießen. Das ist doch äußerst praktisch. Aber ich glaube, Heu müssen wir geben. Heu, das müssen wir machen. Oh, das ist aber, glaube ich, im Weg. So. Zack. Ich hoffe, das geht uns nicht so schnell leer. Sonst lege ich hier nochmal mehr an. So. So, und dann zack. Huch, was bist du? Ach, Geld. Wie viel war das jetzt? Keine Ahnung. So. Da haben wir nochmal zwei Grassaaten. Ja, es muss sein, Leute. Es muss leider sein. Wenn das überhaupt aufhat jetzt. Wir haben Mittwoch. Das muss leider sein. Schon wieder Geld ausgeben, ne? Wie viel kostet das? 500! Ja gut, dann holen wir nur eine. Weil das ist halt wirklich viel. Uff. Das ist ja übertrieben. Und dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob das Gras unendlich wächst. Na gut, nee, das kann weggepackt werden. Dann sehen wir einmal aus. Und das ist ja wirklich viel. Ich dachte, das wäre irgendwie bei 200, aber gut, das hat halt sehr hohen Nutzen, ne? So. Gießen tue ich das nicht. Dann holen wir nochmal die Axt raus. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, nachdem ich hier aufgefressen habe, werden wir im nächsten Part nochmal in die Berge gehen und dort ein bisschen Holz sammeln, denn uns fehlt nicht mehr viel. Dann haben wir das soweit vom Holz. Da haben wir unser Holzvorrat zumindest so weit, dass wir das Haus ausbauen können. Und jetzt muss nur das Geld stimmen, ne? Ich darf halt nicht zu viel ausgeben. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne ein Like da und Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.